Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's um einen elektrischen Grillanzünder von Barbecue. Der gab's jetzt beim Discounter. Vorher hat er gekostet 29,90, im Moment ist er 19,90. Da habe ich gedacht, mach's mal schnell ein kleines Video. Und ich denke, es gibt noch ein bisschen Wetter zum Grillen. Da zeige ich euch mal, wie das Ding funktioniert, ob das was taugt. Wie ihr seht, TÜV geprüft. Dann haben wir hier 3 Jahre Garantie. Inhalt, elektrischer Grillanzünder, Bedienungsanleitung und Garantiekarte. Service Center, Telefonnummer für Grillkohle und Grillbriketts. Leistungsstarker Grillanzünder, Heißluftgebläse bis 600 Grad, lässt die Grillkohle innerhalb kürzester Zeit durchglühen. Mit 2 Stufenschalter zum Erhitzen der Grillkohle. Zum Verteilen von heißer Luft, schnellsicher und umweltfreundlich. Ausklappbare Ständer. Kann man das so schön auflegen. Leistung 2000 Watt. Also ich wollte es ja erst nicht kaufen. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen gehabt. Habe gedacht, oh nee, das ist mir zu miggerig. Aber ich war jetzt wirklich positiv überrascht, wie ich das Teil rausgeholt habe. Der ist schon ein schönes, großes Teil. Es ist ein Aufsatz noch dabei, eine Düse. Die kann man dann vorne draufstecken. Das Teil kann man auch auseinanderschrauben und ganz dann zusammenstecken. Ich habe mir jetzt ein paar Grillkohle geholt. Und die zünden wir mal an und mal gucken, wie das Ding funktioniert. So, wie gesagt, da ist ein 2 Meter Kabel dabei. Da habt ihr genug Platz für rumzuhantieren. Da fange ich mal an. Ich habe allerdings jetzt schon ganz kurz vorprobiert gehabt, deswegen ist es jetzt gleich an. Also das dauert dann schon so 30 Sekunden, bis es da mal losgeht. Wie ihr seht, geht wunderbar. Ich finde es klasse, das Teil. Deswegen wollte ich euch das mal vorstellen. Moment, kriegt das beim Discounter. Für 19,90 noch. Die haben noch genug da liegen. Und es gibt bestimmt noch super Grillwetter. Jo, da würde ich mal wieder sagen, kauft es euch. Super Teil. Und wer dafür nicht bezahlt, ist nur ein kleiner Tipp. Dann ich sag mal wieder, tschüss, euer Marius und schönen Tag noch. Ciao, ciao.